Meine lieben Freunde, wir sind bereits im Anflug auf die nächste Arena und damit willkommen zurück hier bei Pixelmon. Tja, hier ist direkt die nächste Arena und ich weiß nicht, ob es eine Pflanzen- oder eine Insektenarena ist, aber auf jeden Fall werden wir diese heute mal erkunden, meine Freunde. Ihr seht schon zwei Matrifols als Statue und ich glaube, hier drin... Oh, wow! Der erste will direkt kämpfen. Ich dachte, das ist so ein Typ, der, ja, hier, das ist die Pflanzenarena. Aber nö, der Junge haut direkt, der sagt, der ist der Türsteher und der will direkt Stress, ne? Okay, ja, im letzten Part haben wir eine Bodenarena gemacht, die absolut fucking awesome war. Falls ihr den Part nicht gesehen habt, geht unbedingt dahin zurück und guckt euch das Arena-Leiter-Battle an. Das war mal wieder par excellence. Ich bin gespannt, was für eine Strategie sich dieser Arena-Leiter ausgedacht hat. So, ja. Selbe Thematik, ne? Wir haben ein paar Pokémon, die wir hier verwenden können, ein paar leider nicht. Aber wir kriegen instant mal den Freeze auf Tangela. Nice. Sichlor ist vierfach schwach gegen Steinattacken, kann aber unser... oh wow, ist ausgewichen. Kann aber tatsächlich unserem Dingens... Oh, ich hätte aufsetzen sollen, glaube ich, ne? Das wäre besser gewesen. Kann unser Bruce mit Aerial Ace wegbumsen? Das ist ein kleines Problem. Deswegen gehen wir zu Alduin, was einen guten Job gemacht hat in den letzten, im letzten Part. Ne? Es hat Solarstrahl auf die ganzen Rizerosses gedroppt und einfach alles vernichtet, meine Freunde. Und ja, jetzt gucken wir uns mal an, was er machen kann. Ich kann leider die Kamera gerade nicht drehen. Es ist mal wieder richtig schlimm mit der Kameraführung hier, ne? So. Leider wird hier alles outspeeded von meinem Team offenbar. Außer Pinsir. Pinsir ist nicht so schnell. Ja, Scyther ist relativ schnell, ne? Dafür, dass es ein Bulky-Pokémon ist, ist es relativ fix und schnell. Was haben wir denn hier? Hier haben wir ein paar Blümchen. Aber auch einen Kollegen, der instant mal einen Fostelka droppt. Ja, to be honest, ein Flammenwurf wird reichen, weil das trifft vierfach effektiv. Er hatte Propostite und geht auf Explosion und nimmt mich instant raus. Okay, alles klar. Alles klar, Bruder. Mach mal eine Explosion und nimm einfach mal ein Pokémon raus von mir. Alles cool. Ja, ich gehe eh einfach mal... Oh, Volbeat. Lil. Wem gehört das Hydreigon da draußen? Ist es meins? ja, Volbeat. Wie gesagt, Drachen, Finsteraura, kann, ne, flinchen. Ja, hat es sogar. Lil. Tailwind. Oh, mit dem Strolch setzt es Tailwind auf, dass die restlichen Pokémon outspeeden wie Kapilz. Kapilz kann natürlich Wunderbärchen mit seinen Kampfattacken da Sachen machen. Spore. Er wollte meinen Pokémon einschläfern. Okay, Bullet Seed reicht leider, um mich rauszunehmen. Ja, jetzt kann er einfach spawnen die ganze Zeit, ne? Damn it! Ich gehe zu Alduin. Maybe outspeede ich ihn. Nee, mit Tailwind niemals. Aber Seed Bomb wird vierfach resisted. Kampfattacken werden resisted. Ich treffe ihn vierfach effektiv mit einem Luftschnitt. Von daher... falls er was anderes macht als Spawn, dann ist er am Arsch. Und wenn er spawnt, dann kann ich halt immer noch... Was hat er ge... Natürlich, Erdfelsgrab. Alles klar. Und er hat Speeder natürlich wegen seinem dreckigen... Oh Gott. Okay, Lunastra, komm rein. Finsteraura kann ich nicht, weil das resistiert wird. Mark Punch. Ey, der Junge hat gegen jedes meiner Pokémon eine Antwort, ne? God damn it. Okay, Bugcatcher. Ich bin mir immer noch nicht sicher, ob das eine Pflanzen- oder eine Käferarena sein soll. Das sind ja alles Bugcatcher hier drin, ne? Ich glaube, es ist eine Käferarena. Aber Tangela ist ja kein Käfer. Aber Fostelka wiederum und so sind Käfer und keine Pflanzen-Pokémon, ne? Ich glaube, es ist eine Käferarena, definitiv. Weil Matrifol ist ja Käferpflanze, soweit ich weiß. Von daher ist es nicht ganz so klar. Aber durch das, dass es ganze Bugcatcher sind, glaube ich definitiv, dass es eine Käferarena ist. Ja gut, Käfer, Bruce mit seinen Steinattacken, Lunastra mit seinem mit seiner schieren Kraft, Azura mit Flamethrower und so. Ne, sollte ganz gut gehen. So, meine Freunde, jetzt kommen wir gleich in die Gärten und hier ist tatsächlich auch schon der Platz, wo der Arenaleiter auf uns wartet. Ha, jetzt ist die Frage, wie leaden wir? Will ich Mega Glurak oder Mega Voltenso haben? Glurak kann auch so die Pokémon wegflexen. Voltenso braucht vielleicht mit dem Flammenwurf einen kleinen Boost.
Allerdings ist die Sonne vom Mega Glurak natürlich auch gut für Voltenso. Also die ergänzen sich ganz gut, ne? Man muss sagen, Glurak frisst die ganzen Erdbeben, Voltenso frisst wiederum die ganzen, ne? Ja gut, Steinattacken nicht unbedingt, aber kann den Flammenwurf besser nutzen durch die Sonne und so. Ich glaube, wir benutzen Mega Glurak und leaden einfach mal mit Gyarados. I don't know. Let's go in. So, was bist du für eine? Bist du eine? Ich glaube ja. Kusa. With Trainer Pokémon in Tall Grass. Abomasnow sorgte für den Hagel. Das ist interessant, Freunde. Alter, schau mal, wie ich einfach dastehe und Abomasnow angucke, Alter. Als wäre das gerade, ich weiß nicht, Mann, die Vernichtung meiner Seele. Okay, was mache ich gegen Abomasnow? Um ehrlich zu sein, Feuerattacken sind vierfach effektiv. Ich hätte mit Azura leaden sollen. Das war nicht so optimal. Ich glaube, Mongoline wird hier nichts machen. Pflanzenattacken resistieren. Also Mongoline wird resistiert oder von Käferattacken sehr effektiv getroffen. Das ist so ein kleines Problemchen. Deswegen benutze ich das einfach mal, um zu fordern. Ja, Woodhammer und Beulenhelm gibt ein bisschen Recoil natürlich. Ich gehe zu Alduin rein. Alduin ausbildet auf jeden Fall. Flammenwurf reicht. Danach können wir jederzeit wechseln. Na, ja, ich würde sagen, let's go! Es ist so krass, wie Charizard Y einfach kleiner ist. Hat er Ice Shard gedroppt? Nee, er hat mich outspeedet mit Blizzard. What? Ein Abomasnow hat mich outspeedet mit Blizzard? Okay. Luftschnitt trifft vierfach effektiv, aber er outspeedet mich mit Close Combat. Ey, was ist mit diesem Pokémon los? Jetzt mal ernsthaft. Jetzt mal fucking serious. Okay, ich gehe zu Azura rein und gehe auf den fucking... Bro! Okay, Niagara, kannst du was machen, please? Okay, ich muss einmal Drachen tanzen, wahrscheinlich. Oh, er switcht raus, der Junge. Ja, er switcht instant raus. Er hat Steinkante, ich weiß es. Er hat auf jeden Fall eine Steinkante. Ja. Was ein Bastard, Alter. Was ein dreckiger Bastard. Ich muss auch aufpassen, dass mir die Sonne nicht so ein bisschen rein... Oh Gott, und er resistet die Kampfattacke vierfach. Oh mein Gott, und jetzt outspeedet er. Oh my goodness. Okay, jetzt kenne ich wenigstens die Pokémon von meinem Gegner und kann beim nächsten Mal besser reagieren. Bräh, Bugbuzz hat mich gekillt. Okay, wow. Das war gerade crazy. Okay, mit Dingens muss ich auf jeden Fall auf den Steinhagel gehen und nicht auf den... Steinhagel hätte das Ding vierfach gekillt, ne? Instant. Aber ich bin auf den Nahkampf gegangen, obwohl das nur neutral gewesen wäre. Genauso wie... Ich meine, ja, okay, ich hätte Step drauf bekommen, aber es hätte nicht viel mehr gemacht als so ein Steinhagel. Von daher... God diggity damn. Was ist eigentlich mit meinen blöden Turbotretern? Okay, die machen noch 50%, das ist okay. God damn it. Okay, ja, mit Rex Blizzard muss ich auf jeden Fall mit Azura leaden. Weil Azura ist wohl das einzige Pokémon, was das Ding outspeedet. Will ich Azura megan? Das Ding ist, Glurak hat 100 Init-Base. Und Glurak bekommt keine Init. Bekommt durch die Mega-Entwicklung keinen Init-Boost. Das bedeutet, ich bräuchte einen Bedrohr für die ganzen Heracross und so, ne? Und ich würde das auch outspeeden. Besser als mit Glurak einfach weggefickt zu werden. Ja, gehen wir einfach mal, benutzen wir mal Mega Voltenso. So, Flamethrower, gehen wir mal rein. Wir haben zwar keine Sonne, aber hey, das ist vierfach effektiv und es wird wahrscheinlich auch so reichen. Bam. So, Mega Voltenso kommt rein. Warte mal, ein Rexblizzard. Ein Rexblizzard hat eine Init von wie viel? 40 oder so? Warte mal, das will ich jetzt nachgucken. Das will ich jetzt wirklich nachsehen. Ey, ich bin ein... Ich meine, ja, okay, er ist 10 Level über mir. Aber Digga, ich bin ein Mega-Voltenso. Okay? Warte, warum habe ich jetzt gerade Flamethrower eingesetzt? Ich habe gar nichts gemacht. Okay, es hat anscheinend gereicht, um das Ding zu killen. Er hat sich nur mit Woodhammer selbst verletzt. Wie viel Init hat das? Okay, es hat 60 Init. Mega Rex Blizzard 30. Also Mega Rex Blizzard wird langsam as fuck. Aber das Normale hat 60. Digga, ich habe irgendwie, was, 140 oder so?
fucking Dingens ist eines der schnellsten Pokémon und ich habe trotzdem nicht outspeedet. Ja, ich muss für den Volt-Switch gehen. Das Ding könnte nämlich Robustheit haben und da habe ich keinen Bock drauf. Ich sacke Mongoline. Excessor, okay, alles klar, Brudi. Jetzt ist die Frage, was mache ich denn da? Ich gehe zu Bruce. Er könnte jetzt wieder switchen, ne? Und dann treffe ich mit dem Steinhagel. Und die Rockslide treffen. Und das vierfach. Sehr schön. Der Hagel macht Jan Mega noch ein bisschen mehr zu schaffen. Ich glaube aber, ich gehe jetzt einfach wieder zurück zu Niagara oder zu Azura. Zu Niagara, das Ding ist Niagara. Oder zu Alduin. Alduin... Nee, warte mal, er wird für den Flug-Move gehen, nicht für den Käfer-Move. Ah, goddammit. Ich will Bruce noch nicht sterben lassen, to be honest. Aber die anderen Pokémon sind besser als Bruce. Okay, Tempo-Heap, kann das reichen? Nee, es wird vierfach resisted. Ja, Air-Slash reicht, leider. Mit dem Hagel faded Jan Mega. Jetzt gehe ich zu Niagara rein, bekomme irgendwie einen Bedroher auf... Oh, Bluebella, okay. Ich gehe auf Eiszahn? Energy Ball, ja, macht guten Damage, ist okay. Energy Ball wird vierfach resistet von Alduin. Natürlich geht er jetzt rein zu Sludge Bomb, what? Alles klar, und ich krieg instant die Poison. Ey, das ist ja mal ein Dreck, ey. Okay, ich gehe auf Flamethrower, ich outspeede Bluebella. Ist der Junge irgendwie Scarf? Ich habe das Gefühl, der Junge hat einen Scarf oder so. Okay, ich gehe mal auf Niagara, weil Niagara gibt ihm mal einen Bedroher. Close Combat, genau. So. Jetzt kriege ich nochmal einen Bedroher mit Azura. Er wird zwar mein anderes Pokémon in den Oblivion bumsen, aber ich kann Flamethrowen, er ist auf minus 1. Das reicht nicht. Aber er kriegt einen Burn. Aber der Close Combat wird reichen. Ah, fuck. Jetzt habe ich nur noch Lunastra und Lunastra stirbt halt gegen fast alles, ne? Sanflora. Ich gehe für die Finsteraura. Ich hoffe, dass er nichts hat, was... Oh, fuck. Wenn er nochmal irgendeinen Kampf-Pokémon hat. Er hat noch Castellit. Aber ich outspeede Castellit, oder? Ich habe gewonnen! Jawohl! Den Waldorden, Alter. Und Solarstrahl bekommen. Nice, Freunde. Nice. Jawohl! Ich könnte theoretisch Solarstrahl sogar Azura beibringen. Da müsste ich den Ladevorgang wegmachen. Aber ich meine, wir kämpfen ja relativ oft mit Glurak Y in Kombination. Und das wäre gar nicht mal so schlecht, gegen Boden-Pokémon eine Coverage zu haben und so. Aber ich glaube, er kann auf jeden Fall Solarstrahl, oder? Hitzekoller, Solar... Kommt denn das Ding Solarstrahl? Ich weiß es nicht mehr, ehrlich gesagt. Aber Leute, wir haben es tatsächlich geschafft. Und auch diese Arena mit Bravour gemeistert. Tja. Alright. Ich überlege mir jetzt gerade noch kurz, was wir machen könnten. Ich gehe, glaube ich, mal zurück in unsere Basis und gucke mal, was da so passiert ist. Vielleicht sehe ich noch was auf dem Weg. Irgendwas Spannendes, was wir noch machen könnten. Ja. Bis gleich. So, meine Freunde, da ich sowieso... gleich meine Flügel reparieren muss. Na, ihr seht, die gehen leider zur Neige. Will ich noch ganz kurz zu unserer Base zurückfliegen. Mal schauen, ob die noch bis dahin halten, wenn sie jetzt brechen und kaputt gehen. Holy moly. Dann werde ich es gleich bereuen. Aber ich glaube, wir sollten es noch packen, oder? Ja, da ist schon unsere Base. Hallo, Sialo, ich bin zu Hause. So, jetzt schauen wir mal, ob ich hier... Oh Gott. Ob ich hier landen kann. Oh Gott. Yo! Perfekte Landung, oder? Ja, und jetzt ist es Zeit, die Dinger zu reparieren. Und das werden wir noch kurz machen in diesem Part. Noch ein paar Sachen hier einlagern. Oh, wo ist der PC hin? Hat er denn umgelagert, der Junge? Ja, das Ding kann man leider nicht umlagern, weil wenn man das kaputt macht, dann ist es für immer kaputt. Und naja, gut, wir haben noch ein paar Diamanten, aber wenn es nicht kaputt gehen muss, dann... Ne, warum kaputt machen? So. Wir brauchen Leder für die Reparatur, der Elytrin oder wie die Dinger heißen. So, zack, Leder und wie viele Erfahrungspunkten? Ja, 5, ja, das ist okay.
Das ist okay. Wie viel Erfahrung brauchen wir, um es nächstes Mal zu reparieren? Okay, steht gar nichts da. Ja, das ist auf jeden Fall okay. Solange es machbar ist, passt es. Aber verschwendet eure Elytre nicht, ne? Das wäre doof. So, jetzt haben wir wieder schöne, volle Flügel. Prison Bottle, Alter. Ja, jetzt können wir mal die Arenaleiter-Orden ablegen, ne? Wir haben den Waldorden. Alter, Lichtorden und Mentalorden hat der Zielo Boy. Interesting. Also, der Vierenorden ist von mir, der Eissapfenorden ist auch von mir, der Federorden ist auch von mir, der Steinorden ist von mir, der Fanorden ist von mir, Hetzerorden ist von mir, Farborden ist von mir, Waldorden ist von mir. Ich habe alle Orden, die Zielo auch hat, außer dem Mentalorden und dem Lichtorden. Und ich bin mir nicht sicher, wo er diese Orden her hat. Warte mal, wo ist eigentlich mein Bodenorden? Ah, hier, Erdorden. Okay. Also das Wetter ist mal wieder richtig mies gerade, ne? Ist richtig laut. Ja, ich habe 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Orden. Beziehungsweise, warte mal. 10 Orden habe ich. Mit dem Stahlorden. Okay, ich würde mal sagen, machen die mal hier nach unten, damit wir, ne? Er kann von oben nach, von unten nach oben stacken. Ich kann von hier nach da stacken. Ja, sortieren wir das Ganze mal, ne? Nach einer schönen Reihenfolge. Zack. Ey, diese Arena-Parts machen mir so unglaublich viel Spaß, weil es einfach nur coole Arenen sind. Die Rätsel sind nice, die Trainer sind cool. So, ich habe Erdbeben. Wem lerne ich jetzt Erdbeben? Erdbeben ist halt genauso wie Steinhagel eine absolut grandiose Coverage. Ich weiß nicht, Niagara, in der Theorie könnte Niagara halt Erdbeben lernen. Erdbeben wäre gegen Elektro-Pokémon halt super. Na, und mit Drachentanz kann ich halt sweepen. Das wäre halt so die interessante Geschichte. By the way, wir haben noch keine Elektro-Arena gesehen. Das wird sehr, sehr, sehr cool und sehr, sehr spannend. Knirsch ist halt super für die Mega, ne? Eisern ist halt super wiederum gegen alle Drachen. Es ist mega schwer, um ehrlich zu sein. Ich könnte dem Ding Erdbeben geben als Coverage gegen Stahl-Pokémon, denn Stahl-Pokémon resisten zum Beispiel Drachenattacken und so. Oder ich behalte Erdbeben noch ein bisschen. Ehrlich gesagt, ich habe keine Ahnung. Gyro Ball brauchen wir nicht unbedingt. Solarstrahl ist ebenfalls ziemlich cool, oder? Mhm. Kann Lunastra Solarstrahl lernen bei Any Chances? Das wäre sehr interessant zu wissen. Ich habe keine Ahnung. Weil das mit Joy Specs wäre natürlich ganz krass. Kann Solarstrahl nicht lernen, okay. Ja gut, dann hier sind ganz unsere Competitive Items, by the way. Schutzbrille, Wahlband und all das Zeug, ne? Hier kommt noch ein Blendpuder rein. Habe ich sonst noch was? Nope. Sonst habe ich nichts mehr. Einen Megastein habe ich auch keinen neuen. Gyro Ball machen wir mal hier rein. Solarstrahl und Erdbeben will ich noch jemanden lernen. So, dann haben wir hier noch, ne, Dunkelsteine und so. Hier draus können wir Feuersteine und alles Mögliche machen. Essen habe ich, das ist gut. Das Ding hier baller ich mal hier rein. Da ist hier los kaputte Flügel. Nice. Kies, ehrlich gesagt, brauche ich gar nicht. Können wir wegschmeißen. Und Sand, ja, können wir hier reinmachen, falls wir noch ein bisschen Fensterscheiben wollen. Feuerzeug ebenfalls. Enderperle können wir auch hier reinballern. Ja. Ich weiß nicht, ob ich jetzt zwischen den Parts mal Mongoline mit dem Lucky Egg mal leveln soll, weil ich habe einfach das Gefühl, Lunastra ist 83 und alle humpeln Lunastra hinterher und Mongoline ist halt komplett am Arsch, ne? Mongoline passt nirgends mehr rein, von daher, ich glaube, das wäre ganz gut, wenn ich zwischen Part mal Mongoline levele. Da dürft mir natürlich auch immer eure Vorschläge in die Kommentare schreiben. Falls ich irgendwie, I don't know, wo hat der Junge den PC hingestellt? Unglaublich. Bin ich alleine auf dem Server oder ist noch jemand da? Kann ich schlafen oder nein? Nope, offenbar ist, Zielo ist noch da, okay. Wo hat er den PC hingestellt? Interesting.
Aber nicht hier raus, oder? Nee. Hä? Hat den jemand abgebaut? Weil hier drin ist er ja auch nicht. Der PC ist nirgends. Okay. Ja gut, Leute, ich werde das zwischen den Parts mal abklären und mal schauen, ne, was wir da tun können. Auf jeden Fall war es das wieder für diese Folge. Dankeschön, dass ihr dabei wart. Danke für die ganzen Daumen und für den ganzen Support und fürs Weiterempfehlen und. Wir sehen uns im nächsten Part wieder in vielleicht einer weiteren Arena oder mal wieder was anderes. Ich glaube, wir machen mal wieder was anderes. Jetzt haben wir sehr, sehr viele Arenen hintereinander. Wir erkunden ein bisschen die Welt, fangen neue Pokémon, vielleicht das eine oder andere Legendäre, trainieren unsere Teams weiter. Die sind nämlich schon fast perfekt. Und ja, falls ihr Wünsche habt, was wir tun, es gibt so vieles zu tun, schreibt es in die Kommentare. Und dann sehen wir uns im nächsten Part wieder. Bis zum nächsten Mal, haut rein, euer Sephiroth. Bye-bye.